Einmal herzlich willkommen zu einem Video und zwar LS22 Challengers mit mir, die Fabi. Hallöchen. Und der Gamer. Moin. So, ich habe diesmal das Aussehen gemacht, wie ihr seht, habe ich hier einen wunderschönen Zelt bei euch stehen mit dem One-Dollar, wie ich in der Folge schon angekündigt habe. Jetzt weiter. Ja, ich habe eine ganze Rundballen verkauft und das sind hier schon die 9 Kiloballen, wo ich gemacht hatte, noch kurz bevor wir vorgespult haben. Wir sind jetzt natürlich im März. Und ich habe mir was Neues gekauft gehabt mit dem Geld, natürlich hier dieser Ballensammler, der ist echt Gold wert, das ist vermissen, und irgendwo habe ich meine Mähwerke hingeschmissen, die haben dann gleich Gras, die Schwaden ist direkt zusammen, genau, fällt 75 sind jetzt die Rüben runter, und ja gut, jetzt können wir eigentlich anfangen mit, ja, keine Ahnung, Eier verkaufen, ansehen, Spannen verkaufen, Ohne verkaufen und ja, eigentlich können wir auch wieder Maismannchen verkaufen, müssen auffällig sein. Ja, können wir das Maisfleisch verkaufen, also wieder einiges tun und ja. So, dann darf ich mal kurz sprechen. Ich habe offscreen ziemlich was gemacht, Leute. Ich habe vor allem ein paar kleine Missionen gemacht. Danach habe ich mir eben den C-Tor gegönnt. Nigelnagelneu. Warum das denn? Oh. Ja, aber der Düngestreuer ist dafür weg. Dann muss man sagen. Ja, das ist eigentlich das. Dann habe ich irgendwie den T7 da vorne hingefahren. Keine Ahnung warum. Ich habe noch letzte Folge gesagt, ich schmeiß ihn hier hin, dann weiß ich, warum habe ich ihn hier hingemacht. Ja, wisst ihr? Weiß nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mit dem C-Tor die Brotpaletten endlich verladen. Endlich haben wir Brot, meine lieben Freunde. Endlich. So. Wolltest du vielleicht einen Ballenwagen kaufen? Ich? Oder hast du einen? Ich hab einen Ballenwagen. Okay. Keine Ahnung, was ich wollte machen. Ich kann es dir nicht sagen. Nee. Ja. So. Eigentlich schon auf dem anderen Feld schon was angesät. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe auf einigen kleinen Feldern was angesät. Wieso nicht unterstreichen? Ja, genau. Aber mit dem wollte ich jetzt kurz zum Händler fahren, Leute. Weil wir wollen unbedingt was vom Händler. Brot ist einiges was fertig geworden, Leute. Also wenn sage ich einiges, dann meine ich einiges. Alter! Okay. Was denn? Ich wäre fast auf die Seite gelegen. Aber noch alles gut. Habe ich schon gesagt. Der T7 steht da. Ich weiß nicht mehr für was, Leute. Ja, vielleicht kommst du noch. Wir haben ja noch ein paar Aufnahmen zum Tun. Genau, vielleicht kommt's auch. Das ist ein bisschen Unkraut im Bestand, mein Junge. Ich? Ja, Schweizer. Ja, das. Das wollte ich mir auch noch kaufen, Leute. Eine Unkrautspatze. Brauchst du eine? Mhm. Willst du eine mieten von mir? Kannst du, wenn du willst. Wäre auch nicht schlecht. Ich komme vielleicht auf das Angebot. Ich komme vielleicht auf das Angebot wieder zurück. Okay. Aber warum sind wir mit dem Ballenauflöser hier hingefahren? Ich habe gar nichts überlegt, Leute. Weil ich brauche den Ballenauflöser nicht, wenn ich mir einen Futtermischwagen kaufe. Ja, so. Wisst ihr was? Ich fahre den T7 wieder nach Hause. Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, warum ich den gebraucht habe, Alter. So ist das schon lustig. Letztes Mal hat er noch so gesagt, ja, ich hätte T7 hin, weil ich vorher stehen geblieben bin. Ja, danke für nichts. Auf der Straße stehen geblieben, mehr weiß er nicht mehr. Alter, ich war ein großes Gewicht, das ist im Kotzen hier. Hab ich. Kannst du dir abholen? Ja, der nächste ist bloß auf längere Zeit rum. Ah, okay. Ja, dann, ja. Ich will ja ein bisschen was rausholen für die Spritze. Sonst wie viel bezahlen muss, gell?
So. Alter, mein MF hat schon 7,2 Stunden jetzt runter. Ich bin wieder hier, Leute, also ich weiß nicht mehr ganz genau, warum ich den gebraucht habe. Komm. Lassen wir ihn mal hier stehen. Alles gut. Haben deine Kühe eigentlich schon was gemacht? Ich? Meine? Ja, die haben schon was gemacht. Sonst macht keiner welche. Die haben schon ziemlich was gemacht. Wenn wir jetzt gucken gehen, Leute, die haben 22.000 Liter Gülle produziert. Dann haben sie 5.000 Liter Milch produziert. Der war vor die. Wobei, wie viele Kühe hast du? 20. Ah, gut, okay. Na dann, da habe ich nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, auf der Untergriesbach haben die in der Zeit das Dreifache produziert. Ja, aber das sind ja auch lange nicht so viel. Ja. Also Leute, hierhin müssen wir noch überlegen was, weil es wird, denke ich wohl, wie im 19er bleiben. Wir werden es so machen, dass in Multiplayer-Projekte wie solche Projekte nichts mit Autoload kommt? Oder? Jo. Genau. Obwohl das der erste Autoloader schon draußen ist, aber Leute, wie schon gesagt. Mann, jetzt habe ich so groß Gewicht gekauft, wenn ich das Gewicht mal dranhänge, am MF geht da hinten hoch. Also jetzt ist stark, der ist immer noch auf der Erde, aber trotzdem sieht man, dass da hinten eine Luft ist. Also, wenn man jetzt bremst oder sonst irgendwas. Ja. Upsi. Passiert. Ja. Boah, Alter! Da ist ihm das eingefallen. Aber bitte was? Nee, alles gut. Meine Paletten sind fast umkippt. Aber nur fast, das stimmt. So, aber jetzt sollte es irgendwie besser gehen. Ich habe gedacht, ich wäre jetzt gerade vier Bahnen spritzen gewesen. Und jetzt wäre der Schlepper schon wieder halb kaputt. Aber das hat irgendwie das Gewicht, wird dann unten angezeigt. Das, was am kaputtesten ist, wird dann angezeigt. Gut, du meinst, der Schlepper, der ist halb kaputt. Ja, mein Gott. Aber diese Teilbreitenschaltung, ne? Ist cool, gell? Ja. Mal schauen, ob das hier der MF schafft. Bitte! Tieflockerer, Kreiselege und Saatmaschine hinten dran. War nicht irgendwas, dass das nicht ging? Das geht doch. Okay. Es ging nicht, die Kreiselege auszuhängen und nur den tiefen Locker. Achso, genau, das war das Problem. Ja gut, Problem eigentlich, das ist eigentlich logisch. So. Warte mal, fahren wir zu Spallenberg oder kaufen uns das mal einen kleinen Anhänger oder so was? Hast du den kleinen Anhänger gekauft oder gemietet? Ja, ich habe mir so einen Brandner gekauft. Bei der teilweise eigentlich aussieht als für die Kartoffeln, ist der viel zu groß, weil das, was runterkommt, das ist einfach. Ja. Wie? Ach, du hast den Brandner Ballenwagen-Dings gekauft? Nee, den kleinen, nur den Zweiachser da. Ja, den normalen Drehschimmel da. Ja, aber hast du nicht so einen kleinen, gar viele Paletten, meinst du? Ach so, da habe ich mir den ganz kleinen, was ist denn das, Böckmann gekauft. Ja, wo drunter ist er denn? Der Tiefler oder? Nee. Nee, unter Diverses. Anhänger Diverses, ja. Irgendwie sowas. Ja, Diverses. Geht der? Nee, den klaut ein Dings, Böckmann geht nicht mehr rein, gell? Haben wir ausprobiert? Nein. Da geht weniger rein, ja. Zwei Paletten, glaube ich. 10.000 Liter, das wäre schon magisch, Leute. Und das kriegen wir auch hin, weil wir haben jetzt. Warte, jetzt haben wir drin. 6.000 haben wir auf dem Anhänger. Doch, Mann, jetzt können wir das geile Steine sammeln. Ja, man sagt ja schon. Was, Herr B? Ist das meine? Das ist. Deiner, ja. Warum ist der jetzt fertig? Er hat eine Bahn geschafft, jetzt meinst du, du wärst fertig, oder was? Ja, eine Bahn ist eine Bahn.
Ja, hast du nicht gewusst, eine Bahn ist schon fertig, Junge. Also, für mich, der C-Tor war eine extreme geile Investition, Leute. So muss ich meine Großtraktoren nicht immer am Hof lassen. Genau, Leute. Genau. Funktioniert das so? Bro. Warum hängt der denn? Hafer. Hafer. Sojabohnen erst morgen. Also. Ja, ich möchte auch Sojabohnen aussehen, Leute, deshalb werden wir noch warten. Haben wir denn Wachstum da? Haben wir. Hafer, Sonnenblumen, Kartoffeln. Ja, okay. Na gut, dann darfst du doch nochmal schlafen gehen. Ja, meins ist aber immer so. Was meinst du? Das ist teilweise hier so quasi so ein bisschen rumleckt. Geht gerade bei mir, alles gut. Ahnung, vielleicht machst du irgendwas, wo laggy ist. Gerade gar nichts. Wollen wir schon in der Folge hier über die Nacht spulen, oder? Ich hab auch noch Arbeit, also. Ich hab auch noch Arbeit. Hast du schon nichts zum Tun, Schwarzer? Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, morgen wird der bessere Preis sein für Brot. Wow. Gut, im Prinzip könnten wir eigentlich auch Parkour spielen, wenn wir eigentlich Wuppe wie sonst was. Das wäre natürlich sensationell, wenn ihr damit einverstanden seid. Könnte ich auch gleich aussehen gehen. Ja, warte kurz. Kannst du mal auf den. Na. An den Hof gehen? Ich muss nur kurz meine. Genau, warte. Nur kurz füttern. Wer haben eigentlich die Kühe? Also die Tiere, wenn sie keine Futter haben? Ich glaube nicht. Aber kann sein. Warte, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind genau 10 Paletten. 10.000 Liter Brot, Leute. Was macht der denn jetzt? Fällt die ganze Bahn rückwärts? Barbie, kannst du auf den anderen Hof gehen, oder? Ich hab grad eine Arbeit hier. Hier, die drei Felder hier unten haben wir alles mit Weizen voll geknallt, Leute. Dann haben wir hier Raps drauf geknallt. Und hier möchte ich Soja bauen. Ich gehe jetzt gerade auf meinen Höfler. Höfler. Wo ist denn der Höfler? Ach ja, voll günstig. Super geil, ich habe mich nicht mal als Admin eingeloggt. Ey, warte mal. Ja. Die Folge kommt wann raus? Weiß ich das? Nein. Gerade nicht. Schlecht. Weil das ist ja Heilige Abend da noch nicht. Oh, ups. Das Entschuldigung. Nicht. Also das denn jetzt? Trotzdem wäre gedruckt. So, geil. Ja. Werden wir knapp im Minus sein, denke ich, wa? Ich auch. War nix raus. Och man, wo ich jetzt das Honig verkaufen fahren, damit ich mir jetzt Dünger leisten kann. Nein! Scheiße, Alter. Kannst den Helfer nicht mehr bezahlen. Ja. Gut. So. Ah, ich wusste es doch. Geil, jetzt kriege ich jeden Tag zwei Honigpaletten hier rausgeworfen. Die eine backt immer am Boden und jetzt hängt die so fest, dass sie gar nicht mehr rausgeht. Was will man mehr? Ich werde mir gleich ein Dings kaufen.
Also es ist ein Muss, Leute. Ein Futtermischwagen. Ja. Wir haben circa für 33.000 hinten drauf. Dann den anderen zahlt eigentlich den Futtermischwagen. Wir brauchen ja, kurzes Statement, brauchen keinen großen Futtermischwagen. So ist nicht, Leute. Reicht ein kleinerer. Den ersten, wo es gibt, das ist schon vollkommen ausreichend, Leute. Mit dem können wir auch die Dinger. Ja, genau. Alter, der Zitor hat ziemlich was zu kämpfen. Honig. Aber das wissen wir, dass der Zitor zu kämpfen hat. Aus dem Grunde, weil Ossi hat auch der Zitor, glaube ich. Wir haben da ein Rennen veranstaltet. Auf Screen. Wer das? Ich weiß gar nicht mehr. Einfach wieder. War schon lange her. Naja, egal wie viel das bringt, es muss weg. Das ist so, Alter. Was für ein Rennen eigentlich, Schweizer? Jetzt muss er sagen. Alter, du weißt wirklich nicht mehr. Jetzt? Was ist das mehr? 29 schon jetzt. Genau. Wir haben doch kein Wettrennen gemacht, weil du bist gelaufen und. Genau. Ja gut, auch. 31.000, Leute, das ist schon mal sehr, sehr schnieke. Gehen wir den mal kurz hier hoch. So. Und den werden wir jetzt beim Mittelshelfer nach Hause laufen lassen. Laufen lassen, genau. Okay. Den anderen werde ich mir selber sneaken. Braucht jemand noch einen Drescher? Nee, warum? Ist gerade im Angebot einer. Mhm. Also, warum steht eigentlich so ein Jesse B da beim Händler? Weil ich jetzt gerade was brauche von ihm. Hi. Von dem Händler. Händler gezogen. Statement, Leute. Job starten. Und wo ist? So. Dann. Wir wollen jetzt mal gucken. 72, das wären 80, 90. 30.000 und 90 Euro. Ja, 1 Euro gibt es mehr. Geil. Hab wieder 1 Euro verdient. Oh. 1600, juhu. Ja, für 1400 Euro minus. Hab jetzt wieder 2,5. Oh, nee. Wo ist denn hier wieder die. Hier. Ja, der Helfer ist auch verdammt teuer. Das stimmt. Ich denke, wenn wir das auf unter Griesbach auch gehabt hätten, dann hätten wir wirklich weniger Geld gehabt, teilweise. Ist safe. Mhm. Ich möchte kein Frontlager. Ah, die Kosten kann man leider auch nicht ausschalten. Leider nicht ausschalten. Aber das ist ja, man sagt mal so, das ist ja für jeder das Gleiche. Ja. Du musst ja auch nicht um den Helfer auflassen, wenn du Geld sparen willst. Genau. Ja, wobei das mir das Geld doch lieber. irgendwann gibt's wieder CP. Irgendwann wird's wieder CP geben, das denke ich schon. Aber was macht mein Helfer denn schon wieder? Nix. Oder? Nix außer Scheiße. Es gibt diesmal kein CP, sondern nur eine Erweiterung von dem Standardhelfer. Menü da. Also ich habe schon von einigen gehört, dass wird's CP geben. Okay.
Aber ob es ist vertrauenswürdig, das weiß man nicht. Es kann auch so sein, dass es wird so passieren. Das stimmt. Aber ich gehe jetzt eher davon aus, dass wir jetzt CP wieder gehen. Moin. Moin. Wir haben noch 33.000 auf der Tasche, Leute. Ich würde eigentlich ganz gerne was machen. Aber geht nicht. Weil geht nicht. Upsi. Geht ja gar nicht. So. Wir kommen jetzt aus dem Minus raus, aber eigentlich schon. Ja, ich komme aus dem Minus raus und gehe direkt wieder rein wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, warum ich auf dem Hof gefahren bin, weil ich muss erstmal Dünger holen. Also ist es auch wieder Trigger. Es war links. Da muss ich noch irgendwo kalken. Aha. Ah. Hab mein. War ich das? Ja, war ich. LOL, Alter. Okay. Sehr schön. Ich bin jetzt meine Werkzeuge, eine doofe Palettenkabel kaufen. Boah, ich finde das toll, ich habe endlich mal Spiegel. What? Ja, die sind auf Mittel standardmäßig ganz ausgeschaltet. Ja, ja. Okay. Da ich bis jetzt immer noch nichts geändert hatte an meinen Einstellungen, ja, waren sie halt die ganze Zeit aus. So, das gehört nicht mehr, das gehört auch nicht mehr. So, Ziel setzen. Weil dann müsste ich den Futter im Schwang im Sonderangebot kaufen. Wie? Mein Futter im Schwang schon gekauft. Ich dachte, der ärgert sich jetzt voll, guckt nach und dann sieht er, dass es gar kein Futter im Schwang ist, sondern nur das, was er verkauft hatte. So, Flüssigdünger brauchen wir nicht. So, wir wollen noch unbedingt ansehen gehen, meine lieben Freunde. Und wir wollen noch unbedingt schreien gehen. Und wir würden noch gerne unsere Milch verkaufen, das auch noch. Ach Mist. Ich dachte gerade, geil, kann ich ja meine Spritze eigentlich verkaufen, weil ich kann ja auch düngen mit der meinen Düngerstoff verkaufen, weil ich kann ja mit der Spritze düngen. Mhm. Ja, im Moment fahre ich Kalk. So, nee, das lassen wir jetzt mal jetzt hören. Genau, jetzt steigen wir mal hier ein und wir werden mal kurz gucken, ob sich das jetzt schon rentiert. Moment mal, da muss ich jetzt mal einen Kompromiss machen. Der Kalkstreu kommt weg. Das ist alles gut so. 6000 Liter Milch, das nee, ich verkaufe jetzt nicht. Ich verkaufe dann später. Oder wir werden mal kurz gucken, was die Milch. Ja, 4-1, Leute, das ist schon wieder. Premium. Alk und wie viel Prozent? Das sind für knapp 7k, Leute. Also, das lohnt sich irgendwie noch nicht. Das lassen wir lieber. Wir werden jetzt mal was anderes gucken. Wir können, glaube ich. Ja, genau. 73.000 Liter sind das. 73.000 Liter mal nach Zahl. Mal nach Zahl. 15%. Ui. Ah ja, wir haben. Da gehen immer noch keine Milch rein. Das ist so ein Müll. Okay, Milch. Wir könnten eigentlich, ganz ehrlich, und geh jetzt mal ganz ehrlich, 30.000 Liter von hier verkaufen. 40 sogar. Zwei Hänger voll, weg damit. Zwei Hänger geben im Moment aktuell. Was gibt das im Moment aktuell? Silo. Gülle. Natürlich bin ich nach Gülle am gucken, ja. Lager. Hier. Oder hier. Ja, es ist im Moment sowas im Keller unten, Leute. Das ist halt wieder so.
Interessant. Ich war ganz viele Ballen verkaufen, waren auch mehr ein kletter Preis. Aber der Preis ist ja generell nicht so hoch, oder wie ist 2000? das? Das sind vielleicht 12.000 Euro, wo ich kriege für das. Nee, dann wisst ihr was, dann machen wir es so, dann mischen wir mal. Wir machen mal eine gute Mischung. Für die Küchen! Dein C-Torsi? Wir müssen gleich mit dem T7 los, Leute. Achso, der 78-10 läuft über Helfer. So. Wir müssen gleich. Wir würden nächstes Mal am besten nicht. Ja, danke, Junge. Wusste ich denn das, Alter? Warum habe ich denn den abgehauen, Junge? Und ich habe den ganz anders platziert, Leute. Das ist auch wieder. Schäbig, Leute. Also, wie mache ich denn das? Jo. Palette ist ja viel, viel günstiger. Bei Flüssigdünger. Wieder was? Wobei so viel günstiger ist die jetzt auch nicht, aber die ist praktischer. Weil du kaufst eine Palette, wo halt Säcke drauf sind mit so einem. Mit diesen Kanistern? Ja, kenn ich. Ja, die kostet ja nur kostet 9,6 und nur 6.000 Liter direkt. Mitgenommen. So, aber meine Freunde, ich würde wieder sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne euch da. Schaut auf jeden Fall vorbei. Bis dann auf einen traumhaften Tag und ciao. Tschüss. Tschüss.